Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema Programme für die Registermaschine. Die haben wir ja im letzten Film schon kennengelernt. Wobei ich mich jetzt im Film auf die Subtraktion und die Multiplikation beschränken möchte, dass Sie das Prinzip ungefähr verstehen, sodass wir dann im Plenum den Quotienten, also das Dividieren und die Potenz noch machen können. Also, schauen wir mal rein. Also die erste Aufgabe, Subtraktion. Der Inhalt des Registers 3 soll vom Inhalt des Registers 2 abgezogen werden. Das Ergebnis soll danach im Register 0 stehen. So, schauen wir uns das mal an. So, ich denke, das Einfachste wird sein, wenn wir ausgehen von dem Programm für die Addition. Bei der Addition hatten wir ja erstmal durch diese ganz einfache Schleife hier oben, ja, erstmal alles aus dem Feld 2 raus. Und das macht er hier so lange, bis das 2 0 ist. Dann zieht er immer von der 2 ein ab. Das heißt also, so viel wie in 2 drin ist, wird in 0 hochgezählt. So, und dann hatten wir im nächsten Schritt bei der Addition, haben wir gesagt, okay, jetzt testen wir die 3, also im Prinzip das nächste, zählen die 3 runter. So, und dann hatten wir gesagt, ja, dann zählen wir jetzt die 0 wieder hoch. In unserem Fall, wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen es abziehen, müssten wir jetzt die 0 einfach runterzählen. Und wir sagen, okay, so oft wie in der 3 was drin ist, läuft der jetzt hier rum und zieht jedes Mal von dem 0 einen ab. So, und dann müsste er ja hier unten, wenn er bei H rauskommt, ja, was haben wir sonst immer so als Kreis gemacht, müsste er ja dann die Differenz in dem 0 übrig bleiben. Ne? Also hier oben mit der oberen Schleife wird einfach nur der Inhalt von 2 kopiert und hier unten wird dann einfach nochmal der Inhalt von 3 auf 0 gezählt und so oft von dem Register 0 abgezogen. Das ist im Prinzip, also dieser vordere Teil, den wir hier sehen, na, das ist ja so ein Standardkonstrukt, das können Sie sich gleich mal merken. Also ich zähle irgendwas runter, indem ich nämlich gucke, ob es schon 0 ist, dann schaue ich, dass ich es einmal runterziehe und dann mache ich irgendwas. Ja, so und so oft, wie eben in Register 2 in diesem Fall drin steht. Dann läuft es hier rum und dann läuft es hier rum so oft und dann in unserem Fall wäre es dann zu Ende. Dann ist die Subtraktion auch schon vorbei. So, die nächste Aufgabe ist Multiplikation. Der Inhalt von dem Register 2 soll mit dem Inhalt von Register 3 multipliziert werden. Das Ergebnis soll dann wieder 0 stehen. So, da machen wir uns eine kurze Vorüberlegung. Wie könnte man das machen? Also addieren haben wir einfach gesagt, wir zählen den einen runter, zählen den in das Zielregister rein, zählen den anderen auch rein. Multiplizieren ist ja jetzt einfach nichts anderes als so und so oft addieren. Naja gut, könnten wir jetzt sagen, bei der normalen Addition geht der Inhalt vom Register kaputt. Na, der ist ja dann weg. Wir zählen ihn ja runter. Ja, da müssen wir also vorbauen. Wir müssen also im Prinzip es schaffen, dass wir das jetzt öfter da rein addieren, ohne den eigentlichen Wert wegzuschmeißen oder den eigentlichen Wert kaputt zu machen. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das machen. So, also, ich habe es ja schon gesagt. Die erste Idee ist natürlich, wir zählen jetzt mal den Inhalt von dem Register 2 in das Register 0. Also wieder unser Grundgerüst, T2, D2, also so oft wie in 2 was drin ist, zählen wir jetzt mal das 0 hoch. Zählen wir es erstmal rein. So, dann wäre ja, wenn wir damit durch sind, also wenn wir jetzt das hier oben zu Ende zuschließen würden, dann wäre danach in dem Register 0 zwar der Wert drin, aber das Register 2 wäre auch leer. Jetzt haben wir gesagt, das Register 2 wollen wir jetzt aber so und so oft mal da reinziehen. Dann wäre es ja geschickt, wenn wir jetzt versuchen, diesen Wert irgendwo aufzuheben. Dazu würde sich in unserem Fall mal das Register 1 anbieten, ne, weil es sowieso leer ist. Also, mit so einem Konstrukt hier würde ich es jetzt schaffen, den Inhalt, malen wir das mal hin, also den Inhalt von dem zweiten Register, ja, also das, was hier steht, wird jetzt einmal hier reingezählt, aber auch hier rein. Ja. Das heißt, wir hätten es dann nachher hier drin. So, um das Ganze dann wieder zu rekonstruieren, müsste man es dann zurückkopieren. Gut, Zahlen kopieren haben wir auch schon gemacht, also in dem Fall T1, D1, also runterzählen und increase 2. So, nach diesem Ding, wenn das von hier oben 1,
zwei Runden bis da unten durchgelaufen ist, dann müsste einmal der Inhalt von dem zweiten Register in das Nullte reingezählt worden sein und dann haben wir das zweite Register hiermit wieder rekonstruiert. Ja, das heißt, wenn wir in dem Bild hier oben bleiben, ja, wir haben hier wieder unseren Ausgangswert, hier ist er schon einmal drin, ja, und hier, das wäre wieder 0. Und wenn wir das jetzt, das Ganze müssen wir jetzt so oft machen, wie in Register 3 drin steht. So, etwas so oft machen, wie in Register 3 steht. Das Grundkonzept kennen wir schon. Das ist, wir testen 3, also T3, Decrease 3. Ja, dann geht es hier unten runter, du, 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 du. Und dann geht es von hier unten wieder da hoch. Ja, hier oben fängt das Programm an. Hier unten läuft es da hoch. So. Also hier, solange das nicht 0 ist, läuft er hier rein, zählt das 3 runter, dann macht er dieses, wir kopieren 2 auf 0 drauf und rekonstruieren 2 wieder, dann läuft er wieder hier hoch und macht das wieder mit der 3. Das heißt also, wenn er jetzt die 3 komplett runtergezählt hat, Mann J, jo, dann ist Schluss. Dann hätten wir das also geschafft. Versuchen Sie das mal anhand einer Wertetabelle nachzuvollziehen, weil ich meine, hier oben, das ist ja nur so eine kurze Grundüberlegung. Und dann schauen Sie mal, ob das so funktionieren kann. So, das waren jetzt die Multiplikation und die Subtraktion. Bis zum Plenum überlegen Sie sich mal bitte, wie die Potenz und die Division aussehen können, so dass wir die im Plenum dann gemeinsam erarbeiten können. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Plenum. Und bis dahin.